So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 4. Hi. Heute ist die Folge nach dem Stream, nach so einem Halbstream zumindest, denn ich hatte gestern Novus eigentlich gestreamt bis, also wir hatten Mondbars gebaut mit Pedda. Und als sie den Stream beendet haben, ich streame meistens ein bisschen länger, habe ich noch auf Craft Attack rumgeschaltet, hier auch nochmal ein kleines Stündchen oder so gespielt. Und ein kleines bisschen ist noch was passiert hier vorne bei der Zuckerrohrfarm. Mit ein paar Design-Ideen haben wir die ein bisschen kompakter noch gekriegt und wir haben jetzt 4 Reihen Zuckerrohr da oben drin stehen und zwar mein Katz hier unten rumrödeln und dann eben hier was einsammeln und so. Okay, so sieht's aus. Ich habe jetzt mal geguckt auch schon. Seit gestern Abend ist jetzt nicht so viel zusammengekommen, 2 Stacks, aber es liegt wohl daran, dass hier der Server nicht geladen war oder die Chunks nicht geladen war. Ich bin spät gestern Abend, war mir fertig und jetzt ist gut, jetzt haben wir nachmittags, aber morgen oder vormittags ist meistens auf dem Server auch nicht so viel los, glaube ich mal. Egal. Jedenfalls, die Geschichte funktioniert, sammelt alles ein. Ich muss vielleicht hier an der Seite noch ein bisschen zumachen und wenn jetzt oben was wachsen würde, eins nach oben, dann blub, wird auch wieder was abgeerntet werden. Hey, das demonstrieren wir gerade nochmal. Oder so. Komm mal her. Ein Sugar Cane dahin. So. Und das wird. Ich nehme mal 2 mit Sicherheitshalber. Bleiben wir ganz im Stack. Und dann baue ich mich mal da hoch. Pass auf, und jetzt, wenn ich mich gerade hochbaue, dann triggert es schon von allein und ich hätte gar nicht hochbauen müssen. So, beispielsweise, wenn hier vorne eins wachsen würde. Katsching. Abgeerntet. Oder hier. Katsching, abgeerntet. So, das Minecart sammelt alles ein und wirft es dann hier vorne raus. Flup, 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 flup. Schön eigentlich. Bis jetzt ist ja nicht so viel abgeerntet worden. Das musste erstmal komplett wachsen, weil war ja alles komplett runtergeerntet. Also eben hatten wir fast 2 Stacks. Ja, okay. Okay, an ein paar Mal ist wahrscheinlich schon losgegangen. Egal. Jedenfalls, das funktioniert und wird uns jetzt ganz automatisch, ohne dass wir jeweils etwas tun müssen, Zuckerrohr besorgen. Das ist sehr praktisch. Eventuell wäre auch noch praktisch ein zweites Gerät hier dran. Ich habe gerade eine Eisenbahn übrigens an der. War auch noch ein bisschen was drin. Ein zweites Gerät halt hier dran. Und dann haben wir so 2 Farmen und können hier so durchgehen. Natürlich werde ich die vom Stil noch anpassen. Ich habe halt jetzt mal Bricks genommen für den Anfang. Aber ich werde viele Sachen noch umbauen, weil die halt erstmal nur so Demo sind. Genauso wie die Farm hier hinten. Die funktioniert nicht mal. Deswegen ist hier die Priorität, das Ding erstmal zu funktionieren zu kriegen, als man Village reinzukriegen, der es da wirklich drauf hat. Und dann sie abzuändern. Und ich bin ja generell ein bisschen gefrustet von den Viechern hier, weil, von den Villagern hier, weil die machen einfach nicht das, was sie sollen. Der erntet dann auch trotzdem nicht ab und ich gehe jetzt einfach mal hin. Ich nutze den Villager jetzt gerade einfach nur zum Folgenden, weil der hat ja, ich glaube, einen Weizen oder so im Inventar. Ich gehe jetzt einfach hin, ja, und ernte mal ab, sodass der Villager einfach immer die Sachen für mich setzt. Da muss ich selbst nicht pflanzen. Seine einzige Aufgabe besteht jetzt darin, die Sachen für mich zu pflanzen und ich ernte immer noch per Hand ab. So, ich brauche nicht nachpflanzen, macht er für mich. Ja, solle. Zum ersten ja gerade nicht zu gebrauchen. Leider. Ich habe immer noch keinen Grundwildischer hingekriegt. Aber ich möchte jetzt zumindest erstmal, ihr habt es ja gesehen in den letzten Folgen, da gab es eine Zombie-Invasion. Das heißt, hier können auch Zombies generell spawnen um das Dorf herum. Und das ist kacke. Und wenn die spawnen, dann spawnen die meistens auch im Untergrund. Und dann spawnen die auch meistens so, dass sie schön an meine Villager ran können. Und deswegen steht heute, denke ich mal, auf dem Plan, hier vielleicht auskleiden. Oder hier überlege ich mir zumindest noch was zum Auskleiden. Vielleicht kann man da irgendwas Cooles machen. Irgendein Gebäude, das ein Würfel aussieht, aber vielleicht was irgendwie. Vielleicht noch mit so einem Pixelart von einem Zuckerrohr da vorne an der Seite dran oder so von allen 4 Seiten. So, als ob das so ein kleines, viereckiges Gebäude einfach wäre. Also Pixelart Zuckerrohr dran auf allen 4 Seiten. Oder zumindest auf einer hier vorne. Oder zumindest hier, weil das ja die Vorderseite, du läufst ja rein, so Vorderseite, dran da. Hier muss ich halt im Boden vielleicht auch noch was machen. Wege müssen hier vielleicht gemacht werden. Das wird so ein kleines bisschen städtisch vielleicht. Und das Haus ist selbstverständlich auch noch weitergebaut. Da habe ich erstmal nicht mehr weitergemacht, aber wir sind auf einem guten Wege. Ist eigentlich auch nur größtenteils so ein Deko-Objekt. So, dann unterirdisch ein bisschen ausgraben und ein bisschen für Platz sorgen. Für so kleine Marktstände oder Orte, wo sich Villager aufhalten können. Und dann darf ich auch gerne mal etwas hier Raum schaffen, wie ich es hier schon gemacht habe. Denn ich habe mir ja so weggebuddelt. Und dann kann ich die Villager einzeln nehmen, hier hinschieben und vielleicht auch so eine Villager Vernichtungsanlage müsste ich auch mal bauen. Denn dann muss ich die nicht selbst mit dem Lava einmal grillen. Also dann kann ich hier, keine Ahnung, Pistons ersticken lassen oder irgendwie sowas. Sparks Folterkeller. Hey, das wär's doch mal. Ja, wer schlechte Angebote hat oder wer ein Nitwig ist. Ist das rassistisch, wenn ich alle Nitwigs von Anfang an weggrille? Weil die handeln ja nix. Oder so. Keine Ahnung.
Ja, also Nidwig Villager, die geben halt keine Trades ab, deswegen muss ich die irgendwie wegkriegen. Ich kann die nicht blatthauen, weil die, dann geht die Reputation beim Dorf von mir runter, wenn ich Villager verletze oder so. Dann geben die mir schlechtere Tauschangebote und das will ich natürlich auch nicht, also muss ich die irgendwie mit Lava töten oder mit Pistons oder sonst irgendwas. Na gut, eine Automatanlage, vielleicht mit Pistons oder vielleicht so ein Lava-Dispenser, hey, das wäre auch nicht schlecht. Aber dann können wir so eine Sparks-Folterkammer machen. Ja, ja, wenn ein Spieler nicht nett ist, dann kommt er auch hier rein. Naja, gut, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber... So, lass mal hier vielleicht so ein ganz kleines bisschen zumachen. Hier war so eine kleine Höhle ursprünglich mal. Und dann mache ich einfach mal dicht. Und ziehe den Boden rein. Gut, werde ich vielleicht auch nochmal austauschen gegen irgendwas anderes später. Ich habe mir noch keine Struktur genau überlegt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich vielleicht hier unterirdisch nicht nur auf dieser Seite ausgrabe, sondern dass ich generell einmal um das Dorf noch so eine Fläche ausgrabe, wo hier dann irgendwie Stände sind, die halt auch so beschützt sind, dass da kein Zombie ran kann, wenn der ran will. Wenn hier Zombies spawnen, die können halt rein und die ganzen... Alter, hängt ja viel drum. Ganzen Villager plätten, weil die sich einfach die Türen hier einreißen. Aber die Villager, die in diesen Marktständen stehen, die sind ein bisschen eingebaut. So ist der Plan. Und der Plan ist auch tagsüber, wenn die Villager hier rumlaufen, die einfach so zu nehmen und in so ein Loch reinzuschieben, so flupp, dann landen sie drin und fertig. Oh, ich habe da eine Idee. Und zwar, ich kann ja mit Trapdoors so 2x2 Feld machen. Und dann Redstone schiebe ich einfach einen drauf und dann plupp, lasse ich einfach runterfallen in so eine Grube oder so. Und dann unten fällt dann, wird dann Lava-Dispenser oder sowas. Hey, das würde eigentlich gehen. Das wäre dann wirklich so eine Art Fallschacht. Einfach nur, damit ich nicht immer mit dem Eimer hingehen muss und dann rennt er mal weg und dann darf ich ihn einmal wieder einsammeln, den anderen hinterherlaufen oder den isolieren und dann, ach Gott, dann rennt ein anderer Villager durch die Lava mit durch und das ist dann meistens immer ziemlich blöd. Ja. So, Fackeln habe ich leider gerade keine mehr dabei. Ich hole mal Fackeln. Bevor ich hier ausbaue, hole ich Fackeln, weil ihr könnt jederzeit Mobs spawnen. Und vielleicht, naja, zu zweit muss der andere auch mal pennen gehen, ne? Ja. Ich glaube, es ist so geregelt, es müssen mal mindestens zwei schlafen, damit die Nacht übersprungen wird, es sei denn, man ist alleine. Naja, ich teste mal aus. Oder na, ich glaube, das wird nichts. Essen Sachen mal raus hier. Okay, hat er gesehen. Dann lege ich mich rein. Die Nachricht kam schon, als ich mich reingelegt habe. Kannst kurz relocken. Disconnecten, connecten, easy. Bei Minecraft ist es auch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man ausgelockt ist oder für 10 Sekunden weg ist, dann macht das gar nichts aus. Die Mobs greifen dann gar nicht an. Also ist eigentlich im Minecraft Survival so Combat oder ja, Combat Logging möglich, auch im Multiplayer. Ja, ich stopp kurz die Aufnahme, Sekunde. So, Nacht übersprungen und freies Inventar. Freibahn mit Marzipan. Dann, gleich mal wieder runter. Und ich überlege mir noch so ein kleines bisschen den Design irgendwie. Es stört mich auch, hat mich generell immer gestört, dass hier so eng ist, dass man nicht rumgehen kann. Dann werde ich mal einfach generell Librarians nehmen, mir die irgendwie schnappen. Ich muss halt zusehen, dass kleine Baby-Villager, die zufällig Farmer sind, auch nicht an Weizen zu kommen. Jemand meinte mal, die irgendwie einzusperren in die Häuser, dann würden die nicht an Weizen kommen. Schon, aber die Farmer würden auch nicht mehr rauskommen und was ernten können. Und das müssen die, also die anderen Farmer, ich jetzt die Erwachsenen, das müssen die am Brote zuzuwerfen, damit sich die anderen Villager paaren können. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass wenn ich jetzt das Dorf ein bisschen auf maximaler Größe lasse, sich die Brotvorrate im Dorf verteilen. Also sie werfen sich ständig zu, bis jeder gleich viel hat. Und das heißt, die könnten sich dann auch ein Weilchen paaren, ohne selbst neues Essen zu brauchen, weil die ja noch genug gelagert haben. Dann könnte man das vielleicht machen, dann einfach ein bisschen einsperren und dann zusehen, dass die kleinen Babyfarmer nicht Felder werden. Oder halt einfach mal abwarten, hinsetzen und genau gucken, bis ein Baby-Villager kommt und dann muss es zufällig ein von den Farmern sein und dann sofort isolieren, bevor der überhaupt irgendwas machen kann. Das ist halt aber so ein bisschen so ein aktiver Job. Man muss die ganze Zeit da sitzen und warten und das kann etwas nervig sein. Und vielleicht sollte ich hier vorne auch gleich mal eine Brickwand runterziehen, denn hier ist ja auch das Ende von dem Grundstück von oben. Ich wollte das mit so einer Wand abschließen. Da kann man auch ein bisschen dekorativ was schön machen. Also hier so gut, Brickwand erstmal für den Anfang. Aber auf der anderen Seite wollte ich so machen, dass ich da vielleicht so eine Art Kanalisation mache. Oder das heißt Kanalisation, so ein Loch, wo einfach Wasser rausfließt. Als ob das die Quellwasser von den Bergen oben wäre oder so. Und fließt da unten drunter raus und fertig.
So, und hier muss ich, ja, dann vielleicht ein kleines bisschen zusehen, dass ich das zukrieg. Und zwar, hier noch eine Schicht Erde ran vielleicht. Ja, wir müssen noch eine Schicht Erde ran machen. Und jetzt auch gleich hier zumachen, weil, ne, dass die Dorfbewohner hier rauslaufen. Das wäre äußerst kacke, wenn die hier rauslaufen würden. Oder wenn Zombies reinlaufen würden. Okay, warte, ich baue das hier schnell zu und dicht dann. Ja, ich muss mal gucken, das ist jetzt erstmal nur provisorisch, damit hier nichts abhaut. So, und wartet, nicht hier rauslaufen, Villager. Ich weiß, ihr seid immer so erkunden. Ah, ich wollte euch auch Fackeln holen. Ihr seid immer so erkundungstüchtig, aber gerade ist schlecht. So, ein bisschen Fackeln. Okay, die haben jetzt hier wesentlich mehr Platz und jetzt irgendwie hier so ein paar Stände hin. Auf der anderen Seite noch welche? Sind die rübergelaufen wieder? Weil alle Villager, die drüben in den Häusern waren, sind ja weggegrillt worden. Ja, die sammeln sich auch wieder. Hey, ich habe super viele Librarians eigentlich. Gut, hier war freigeschaltet, der hat Punch. Ich glaube auch viele andere Leute oder andere Mitspieler hier haben viel getradet auch, wo ich selbst nicht getradet habe. Knockback 2, den könnte man mal frei traden. Ein Buch, was 30 kostet? Oh, Fire Protection. Gut, hier ist auch noch nicht weiter getradet. Ich sollte da mal mir ein bisschen das angucken. Und ich sollte auch mal... Oh, hier sind viele Farmwild, oder? Da sollte ich ein paar weggrillen dann auch vielleicht mal. Tja, das ist, ach, die Sache mit den Dörfern. Als nächstes auf der Liste übrigens auch noch ist, der Unterwasser-Tempel-Raid mit Klim. Das heißt, der wird jetzt bald kommen, wollten wir die Tage aufnehmen. Vielleicht kommt er auch schon recht zügig, je nachdem, wann wir jetzt was finden. Und, ja. Ich würde sagen, ich mache mal eine Librarian-Reihe und ich nehme auch mal ganz kurz einen Eimer Lava mit und neue Fackeln und ein paar Blöcke. Wahrscheinlich die Mauern, weil ich davon am meisten habe. Und da schließe ich dann einige Villager ein. Also Mauern für den Anfang. Kann man, oder? Ja, wie mache ich's? Erstmal nur, dass... Ach genau, Mauern waren hier bei Cobblestone. Erstmal nur, dass man da generell ran kann. Hier habe ich noch Fackeln übrig. Und jetzt brauche ich da einfach was. Schieb die Villager rein. Und hoffe mal, dass die da gut drin stehen. Und den Eimer Lava habe ich vergessen. Und, ein paar Unnötige werden wieder weggegrillt. Und dann hätte ich am liebsten so eine ganze Reihe Librarians. Mit eventuell auch interessanten Dingen. Der Mending Villager, den werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal rüberschieben. Weil hier oben steht der halt ein bisschen so, naja. Mending braucht man immer, aber da oben soll noch was anderes hin, auch später. So, und dann erstmal vielleicht mit Mauern etwas umzingelt. Weil Mauern sind halt eigentlich recht praktisch. Vielleicht darum hier passend zum Dorf oder so. Dass ich einfach mal... Ja. Ich muss was hinkriegen, wo kein Vieh ran kann. Wird das zu groß auf Dauer ansonsten? Es muss 100% safe sein. Dass sie so Boxen sind, wo die so drin stehen. Aber das Problem ist einfach, dass die Boxen jetzt so riesig sind. Das hier war ein Kartoffel, okay, den will ich eigentlich nicht da drin haben, aber nur so kurz zum Testen. Nur mal kurz zum Testen als Demo. Der muss gleich wieder raus. Oder jetzt, ja, einen kann man mal behalten. So. Ist ein bisschen groß, oder? Für einen Villager ist das echt groß. Ach Gottchen. Ich will nicht, dass wenn hier unten Zombie-Invasion kommt, die Villager gekillt werden. In den hier kommen die halt rein, weil die können die Türen zerstören. Hier außen ist halt die Sache, hier kommen die theoretisch auch hin. Es sei denn, ich habe die so mit Mauern umringt. Sieht absolut ekelhaft aus. Hat jemand eine Idee, was man da vielleicht machen könnte irgendwie? Wenn ich die Mauer nur einen Block breit mache, dann bringt das nichts, weil die Zombies die Villager fressen können. Sollte ich vielleicht Folgendes machen? Was ist denn, wenn ich die Villager in so ein Loch reinschicke? Mit einer Trapdoor drüber und du gehst einfach hin, machst die Trapdoor auf und tradest mit dem. Dann würden die übelst wenig Platz verbrauchen, weil ich einfach hier in so einem Gebiet 4 Villager reinkrieg. Also da ein, da ein, da ein, da ein. Trapdoor drüber, machst einfach auf, klapp, tradest, klapp, klapp, also klappst auf mal auf, klapp, klapp, klapp. Gehst rein, tradest, kannst dich hinstellen. Das wird doch eigentlich praktisch, oder? Was haltet ihr davon? Wäre es eine gute Idee oder keine gute Idee?
Ich erleichtere euch auch ein bisschen die Schreibarbeit in den Kommentaren. Ihr müsst einfach nur schreiben, gute Idee oder keine gute Idee. Einfach nur die beiden Wörter, gute Idee oder keine gute Idee. Oder besser noch, ich mache oben eine Umfrage. Per Infokarte, die ich wahrscheinlich wieder vergessen werde, weil ich ein Trottel bin. Aber spätestens, wenn die Kommentare mich darauf hinweisen, ich irgendwann denke, oh, Kommentare lesen, mal gucken. Und oh, fand ich eine Umfrage, dann werde ich es ergänzen. Checkt mal ab, eventuell ist hier oben was aufgeploppt und dann könnt ihr eine Umfrage eintippen. Gute Idee, keine gute Idee. Weil es ist ein bisschen platzsparender als so ein Ding hier. Und wenn die im Boden drin sind mit einer Trapdoor drüber, die Zombies, die können ja nicht die Trapdoor aufklappen. Oder die Trapdoor kaputt machen. Die können nur normale Türen einreißen. Das wäre doch voll easy. Und dann kann ich auch super viele Villager reinlagern. Okay, was heißt super viele? Ich hätte schon noch gerne ein paar hier, die sich dann paaren und fortpflanzen und so, aber die stecken fest, können nicht raus und hey, das wäre echt geil, glaube ich. So, den lasse ich wieder raus, weil eigentlich wollte ich den gar nicht haben. Da kann ich ein Schild drüber stellen, welche Vocation das ist oder was der macht. Muss nur aufklappen, zack, und mitnehmen. So, den grill ich übrigens hier nochmal weg. Weil er sein Nitwig ist. So. Und den hier hole ich ebenfalls raus. Gut. Also Mauern, erstmal Idee verworfen und wir machen das vielleicht mit Schildern am Boden. Brauche ich nicht so viel Platz. Hab eine ganze Reihe von so lauter kleine Boxen. Geh einfach rein. Ja, Zucker traden, traden, traden. Ah, der ist gesperrt. Geh ich zum anderen traden, 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 traden. Ja, muss man halt irgendwie cool machen. Ist halt nicht so villager-freundlich, die Aktion, aber hey. Ich glaube, es wäre eine gute Idee. Da muss ich nur überlegen, welche ich nehme. Ich stelle mir ein paar Trapdoors her und schließe die mal da ein. Und dann gucken wir mal. So. Weitere Trapdoors. Die sind jetzt nicht so teuer. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt gehabt. Spruce Wood war das sogar. Naja. Parallel arbeite ich halt ein kleines bisschen noch am Haus. Also kommt der ein oder andere Fortschritt halt demnächst. Ansonsten vielleicht nicht mal eine Folge auf, wo ich ein bisschen an der Hütte baue oder so. Ich weiß, wird es so ein bisschen immer zu trennen. Also, warte, so Kleinigkeiten habe ich noch verbessert. Hier unten drin zum Beispiel das. Das habe ich, glaube ich, noch gemacht. Da mein Quarzblock reingesetzt. Mir geht aber auch das Quarz aus. Muss ich auch bald wieder farmen. Und, naja. So, hier gehen die Fenster rein. Da sind die Garagen. Die Garagen sind auch eigentlich nur Deko. Also die kannst du nicht öffnen und so. Eine witzige Herausforderung, dass man die öffnen könnte. Aber Problem ist, dann ploppen hier die Haken ab. Und dann, weißt du, einfach so pissen, so zieht auf die drei Dinger nach unten. Das ist aber schon etwas aufwendig und braucht sehr, sehr viel Redstone. Ich habe noch keine Schleimbälle, weil ich noch keine Sumpfführung gefunden habe. Das heißt, da kann ich auch keine Sticky Pistons machen. Wird also erstmal nach hinten geschoben. Das raus, das raus. Ein bisschen Erde, was gefahren, dann raus. Ich habe auch überlegt, da vorne noch den Hügel so platt zu machen oder einzureißen und meine Fläche zu vergrößern. Dass ich hier einfach so ein bisschen, so hier bis da, so ein bisschen erweitere einfach. Dass ich da theoretisch noch Grundstücksfläche oder so habe. Naja, mal gucken. Aber erstmal die Sachen bebauen, die ich gerade hier habe. So, mit einem Blick auf die Uhr würde ich übrigens sagen, die Folge ist gleich vorbei. Ich grille erstmal keine Villager weg. Ich versuche erstmal zu sortieren und alles, was übrig ist, kann man da vielleicht in so einer kleinen Tötungsanlage machen. Holz brauche ich für Trapdoors. Und ich muss aber bald wieder ein bisschen farmen. Das Dark Oak wurde nämlich am liebsten, weil da kannst du super einfach das farmen. Die Bäume sind groß, wenn du abbaust und hast eigentlich meistens schnell viel von übrig. Paar Trapdoors, ich würde sagen so, wie viel brauche ich eigentlich? Schon eine fette Portion, oder? 10 Stück, das heißt, da kann ich schon mal 10 Villager irgendwie einlagern. Plus meine Villager-Tötungsmaschine, vielleicht auch nochmal 4. Egal, machen wir dann. Gut, dann bis zum nächsten Part. Lass krachen und tschüss.